Moin Leute, hier zurück bei Ghost of Tsushima. Jetzt geht's hier weiter mit Nebenquests. Ich will jetzt hier einmal offene Rechnung machen und danach will ich eigentlich hier nochmal die Asamo-Bucht befreien. Mal schauen, ob ich das überhaupt hinkriege oder ob das mit dem Questabschnitt da zusammengehört. Mal abwarten. Und ja. Und es geht ja auch darum, Materialien sammeln und vorankommen. Nicht? Dann gehört die Quest auch dazu, noch. Mal gucken. So viele Nebenquests habe ich hier gar nicht mehr offen. So ganz schick. Aber wie gesagt, das dauert alles ein bisschen. Hui! Sorbo! Ja, ich weiß. Cool, oder? Da hab ich doch gut gekämpft, oder nicht? Da hab ich doch gut gekämpft, sag mal ehrlich. Das war doch ein schicker Kampf. Glaube ich, hab ich der Wunsch gekriegt, weiß ich gar nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Asamo-Bucht. Helft uns im Kampf! Okay. Werden wir gleich machen. Mit einem Kampf werdet ihr alle dort drin gefährdet. Die Mongolen hungern unsere Ältesten aus und schlagen sie als Strafe für einen entflohenen Gefangenen. Eure Ältesten hatten nichts damit zu tun. Wo werden sie festgehalten? Eine ist beim Schrein, die anderen beiden wahrscheinlich in den Häusern. Wie wolltet ihr da reinkommen? Die Tore sind fest verriegelt. Beim Haupttor ist eine Öffnung im Zaun. Dort haben wir uns als Kinder rausgeschlichen. So kann ich hineinschleichen. Bleibe ungesehen, bis ich alle Tore geöffnet habe. Danke, mein Herr. Okay. Offene Rechnung. Keine Waffen mehr. Okay. Wow. Easy. Jahrzehnten nicht repariert, wie du bist. Leg ihm Harsinta! Das hier auch besser machen können, ne? Okay. Also befreie die Dorfmänner aus den Käfigen, töte die Mongolenanführer, 3 Stück, okay, befreie die Dorfältesten, 3 Stück, öffne die Tore des Dorfs, 1 von 3. Alles klar, da bin ich dabei. Ja!
for some rice, kid. Ungefähr. Ich gehe jetzt ganz, ich gehe einfach mal rauf ins Leute hier. Ich kämpfe die kaputt und so ist. So, ich darf natürlich den Loot nicht vergessen hier. Den brauche ich nicht mehr. Die Sonne blendet mich ein bisschen. Nein! Doof, Dovi. Wer redet da? Da unten. Ah, okay. Na toll. Wie hält das aus? Das dauert hier ein bisschen länger als zu befreien. Ach, gut so. Mehr EP. Ey, oh, lol. Lol. Ich kann nicht runter gerade. Ja, keine Panik, keine Panik, wir machen das. Ihr seid jetzt sicher? Ich war sicher, sie würden mich umbringen. Sie haben bereits einen Schmied getötet. Nein, er ist entkommen. Werdet ihr auch. Aber bleibt fürs Erste hier. Alles schön absuchen, ne? Ist eh bald wahrscheinlich. So. Da komme ich durch. Danke. Wo sind denn die Gegner? Da sind Gefängnisse. Da leuchtet auch noch alles auf. Sehr schön. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Chingarvo,
Ich befürchte, alle tot sind. Hört noch jemand was? Hab Dank, mein Herr. Stillhalten. Weiß, warum wir ein bisschen knappiger, ja, aber hat ja funktioniert. Die Mongolen drohten, meine Leute zu töten, wenn ich ihre Herrschaft nicht anerkenne. Ich wollte gerade nachgeben. Das war sehr stark von euch. Bleibt versteckt, bis die Luft rein ist. Die Mongolen halten Konomi, unsere Heilerin, nahe dem Schrein fest. Sie wird sich niemals unterwerfen. Ich fürchte um ihr Leben. Da gehen wir noch hin, keine Panik. Moment mal, ich muss das Tor noch aufmachen. Meine Familie verlässt sich auf mich. Ja, ich hol's gleich raus. So, haben wir es auch schon mal gemacht, das ist schon gut. Ja, ich muss mich jetzt erstmal hier konzentrieren. Wie gesagt, das kann natürlich gut abschließen. Bitte, ich hab Familie! Seid ihr sicher, bis eure Peiniger tot sind? Danke, mein Herr. Also Vorräte dran. Hier zu Tode. So, dann ihr seid jetzt frei. Ganz nah. Gehen wir erstmal hier rechts hin. Wer schreit da rum? Hm, wie komme ich denn jetzt hoch? Ich trete es. Du wirst faul. Ich trete dich, du. Arbeiten. Sonst ich trete nochmal. Komm mal her hier, komm. Das sah auf jeden Fall lustig aus. So, dann haben wir das hier auch schon mal. Das ist schon mal gut. Da hinten ist er rum. Warte mal. Haftbombe. Machen wir das mal auf den hier. Okay. Ich wollte einfach mal ein paar Haftbomben ausprobieren. Aber wir sind noch nicht upgraded, deswegen. Wir sind okay, aber ja, geht noch besser. So, kommen die jetzt schon rein und helfen? Nee, noch nicht. So, wo muss ich jetzt hin? Ja, kannst du mal aufnehmen hier. Okay. Da oben, okay.
Der erwischt mich hier, der. Sag ja, Kunai. Kunai bringt er nach vorne. Nein, es ist nicht sicher. Okay. Da unten sitzt noch einer. Jetzt vielleicht? Hier ist meiner. Befreit mich bitte. So, dann sind wir hier durch. Sehr schön. Alles wird wieder gut. Seid ihr verletzt? Mir geht es gut. Sie wollten, dass ich ihre Kranken heile. Und ihr weigertet euch. Bleibt hier. Ich kümmere mich um den Rest. Niemand ist wirklich frei, bis ihr neuer Kriegsherr tot ist. Er hat das Haus des Oberhaupts übernommen. Wo sind jetzt die letzten Käfige, meine Damen und Herren? Ich weiß es gerade nicht. Der Wind führt mich auch nicht. Das ist jetzt blöd. Auf der Seite war ich hier noch nicht. Gehen wir hier mal lang. Bitte. Moment. Habe ich irgendwo welche vergessen? Das ist das Haupttor. Ich bin jetzt einmal rumgelaufen. Wo sind die letzten Gefängnisse? Hab ich da jemand vergessen? Was habe ich jetzt übersehen hier? Da, okay. Wie konnte ich das übersehen? Sorry Leute, dass du noch länger warten musstest. Ah, jetzt bin ich ja da. Mein Herr! Hier ist es nicht sicher. Lauft! Mongolenanführer! Okay, gut, das wird natürlich jetzt auch ein bisschen dauern. Samurai! Ihr habt meine Leute gefoltert. Unterwerft euch den Mongolen und euer Volk wird nicht leiden. Ihr seid feige und verlogen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Ich bekomme nichts als deinen Kopf. Ja, du bist noch alleine. Ihr habt tot. So, was ist nochmal gegen den Mond? Nee. Ich weiß nicht genau, was das jetzt gegen den Schwertkämpfer gut. Moment. Stein ist gut gegen den Schwert, okay. Schildträger. Ja, ist doch Schildträger, oder nicht? Also Wasser oder Stein? Okay. Wasser. Nicht so viel. Stein.
nicht in euren Hunger! Dieser Schlag ist einfach immer, wenn man genug Energie hat. Ja, haben wir die Asamo-Bucht auch befreit, sehr schön. Ja, krass. Er war jetzt ein bisschen größer hier, das Gebiet zu befreien. War ein bisschen mehr zu tun. Aber war auch gut. Offene Rechnung abgeschlossen. Ja. Zwei Punkte noch zu verteilen. Okay. So, Talisman der Lebenskraft. Interessant. Ja. Und noch eine Nebenquest. Okay, warte mal. Lebenskraft und Gesundheit. Mach das mal, oder? Ich bin nicht sicher, ich muss eh noch ganz viel freischalten. Geschenke, okay, da gehen wir gleich auch noch mal hin. So, eben noch ein Vogel gehört. Eieiei, was ist hier los? Fallensteller. Aber wir gehen mal kurz zu unserer Hauptbase sozusagen zurück. Weil irgendwie kann ich mich da am besten orientieren, wo die einzelnen Händler rumhängen und so. Der Rest ist ein bisschen, ja, schwierig. So, Geschenke noch mitnehmen. Ich habe euch nichts getan. Reich beschenkt. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefelgeruch. Oder fürchten ein Bad, mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushimas heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Okay. So eine kleine Floskel hier, okay. So, was kann ich bei ihr noch upgraden? Wie gesagt, upgraden will ich jetzt eigentlich gar nichts. Wie gesagt, ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Kurzbogen kann ich jetzt auch nicht upgraden. Bambus, Ebenholz. Komm, den machen wir nochmal eben. Makellose Präzision und Reichweite. Genau. Langbogen habe ich bisher gespielt. Brauche ich eigentlich auch nicht. Euer Bogen wird die Invasoren. So, sonst noch irgendwas? Bogenmacherin war ich schon. Rüstungsschmied. Schmiedin. Viel verfügbare Sachen, okay. Fallensteller kann ich auch natürlich auch was machen. So. Ja, mal gucken, welche Mission ich als nächstes mache. Weiß ich noch nicht genau. Entweder diese hier, verloren auf See. Oder hier einmal tief vergraben. Grabene Ehre. Und sonst habe ich hier, glaube ich, gar nichts mehr offen, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht genau. Die beiden habe ich noch. Saku, da hinter dieser Rüstung bin ich hinterher. Die muss ich dann nochmal machen. Aber sonst, ja, kommen wir ganz gut weit. So, machen wir die beiden Sachen auch nochmal eben hier. Oh, schade. Das kostet zwei. Okay. Gut, wie gesagt, ich mache jetzt mal die beiden Bäume fertig. Dann mache ich alles nach und nach weiter. Dann muss ich hier natürlich auch noch weitermachen hier. Also man hat noch viel zum Upgraden. Richtig viel. Nicht wenig, sondern richtig viel. Kann ich hier noch irgendwas upgraden eigentlich? Oh, kann ich sogar. Ja, cool, das mache ich auch nochmal eben. Das sind zu viele. Ich muss schneller sein. Den nächsten töten, wenn der erste blutet. Genau. Ja, aber das soll es erstmal gewesen sein. War jetzt ja aufregend genug. Danke fürs Zusehen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal bei diesem schönen Spiel Ghost of Tsushima. Tschüss. Danke für den Support.